Alle gehen so da hinten hin. Ich meine, gut, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, geht alle bitte arbeiten. Also geht hier alle irgendwie knüppeln oder so, aber... Wo sind dann alle jetzt verteilt? Okay, die sind alle hier unterwegs, sehr gut. Okay, wie sieht's dann aus? Ein bisschen brauchen wir noch, ne? Aber es wird. So extrem viel. Boah. Aber gerade das Schmelzen und so, das finde ich sehr, sehr wichtig. Können wir ja mal gleich sehen, ob der Kreislauf besser funktioniert. Und ich würde gucken, dass wir jetzt auch demnächst neue Aufgaben annehmen. Gut, hier kommen auch mal ein paar Baumstämme, das finde ich gut. Holzfäller sind super wichtig gerade. Auch wenn die relativ weit laufen müssen. Leute mit einem Hammer gehen spazieren. Also ich brauche hier mindestens noch 4-5 Leute. Damit das wirklich auch sauber läuft. Alles. Ach, guck mal. Das Ding hier hinter uns war fertig. Okay. Das ist super. Oh, wir können alles... Sehr schön. Auffüllen. Machen wir das so. Ich hoffe, er ist effektiver. Ich will noch mal kurz zu unserer kleinen Ecke da unten reisen. Wie sieht's aus? Du hast nichts zu tun. Warum haben sie nichts zu tun, diese? Weil ich dir Holz nicht gegeben habe als Prio oder was? Jetzt kannst du Holz sammeln gehen. Ja, er geht Holz sammeln. Oh, der hat hier schon abgebaut, der Typ. Wo ist der hin? Guck mal, er ist hier hinten jetzt abbauen, ne? Was ist hier los? 4 Kupfererz nur. Was macht der da hinten? Naja, gut, dann müssen wir gleich mal gucken. Schade, dass das nicht nachkommt. Okay, also aber Zinn haben wir ja noch, weirderweise. Okay. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe mal Missionen annehmen. Die einen nehmen gut Holz mit, das ist wichtig. Die sollen halt echt Holz auffüllen bis zum geht nicht mehr. Überlege, ob wir... Naja, wobei ein Holzfäller da unten zu bauen... Eieieiei. Gibt's hier Quests? Ihmchen hier. Ansgar Selby, ne? Ja. Trade your gold. Beware the bandits on the roads, my Heugabeln. Gibt's hier. Ach, da unten. Genau. Guck mal, ob die ein Stärkebuch haben. Knowledge is a tool that we can use to make the. Er hat nur 2er Bücher, krass. Na, sowas wie Bogenschießen. Gesellenbuch, Zweihandwaffen, Landwirtschaft, Kochen, Arbeiter, Ernten.
Was würde er denn... Okay. Er würde quasi das gleiche wieder kaufen. Okay. Ich mach mir Sorgen um unser Eisen, Mann. Ich habe noch eine Idee, wie wir vielleicht an, also nicht Eisen, sondern unser Kupfer. Eine kleine Idee. Weil er sucht ja Kupfer auch. Kann man ihm einfach sagen, dann füll auf 10. Okay, er kommt untätiger Bürger. Was? Warum diese untätig machen? Du hast doch die Möglichkeit zu arbeiten. Nimm deine Spitzhacke. Bin gerade ein bisschen verwirrt, was ihn angeht. Ich meine, gut, er geht ja wirklich hier ernten und so, aber er... Bei schlimmstenfalls hat er ja hier Kupfererz, ne? I do not understand. Huh. Also was das angeht, da würde ich gerne lieber eine Mod haben, die wirklich... das Eisen und so weiter einfach da lässt. Also nicht, dass das alles verschwindet, weil ist ja auch irgendwo Quatsch. Dann stehst du da und auf einmal die ganze Zeit versuchst du dann ja, dem Kupfer hinterher zu rennen, ne? Und guck mal, da ist jemand gestiegen in der Herstellung. Weil die können jetzt auch ihr Potenzial mal ausschöpfen. Ich guck mal, ob es hier Quests gibt übrigens. Quests gibt. Allerschlimmstenfalls laufe ich einfach Richtung Süden. Und versuche die nächste Stadt zu erreichen und dort diese Schmiedequest abzugeben. Aber hier gibt es auch keine Quests. Also die nächste Mission ist halt wirklich zu befreien, ne? Der ein Buch für Stärke. Moin Meister. Stärke. Kaufen. Kaufen. Agilität. Wow, toll, danke. Seeking something? News from the kingdom? There's always something. Also ich muss zugeben, jetzt gerade wo auch keine Quests da sind. Gut, man muss wahrscheinlich Quests machen die ganze Zeit, aber ja. Ich versuche gerade so ein bisschen mich ins Spiel reinzufinden, was man jetzt noch so machen kann. Außerhalb des Eroberns der Städte, ne? Also, ich würde gleich nochmal erstmal hier hin wollen. Und allerschlimmstenfalls dann darunter. Irgendwie müssen wir ja hier durch. Irgendwie, irgendwie. Aber es gibt doch auch... Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz gucken. Also es gibt natürlich diese... noch ein Häuser. Die Scheune. Hütte, Herberge, Dorfgewölbe, Schmied, Werkstatt, Jägerlager, wo ist denn Dorfübungsplatz, Rüstungsmacher, okay. Jägerlager, Gerberhütte, nee, Schmelzofen, Köhlerhütte, okay gut. Aber das ist nicht das, was ich suche gerade die Möglichkeit von Bergbau. Sammellager. Drescher. Windmühle, Mehl, Bäckerei. Bergbaulager. Sammelhütte. Dorfkräutergarten. Bergbauhütte.
Grube. Okay, es gibt Gruben. Okay, aber das kommt alles noch. Also ich würde heute noch nicht los. Ich musste ja erstmal alles organisieren. Ich würde nur mal gucken, ob ich hier in Blackridge Pool, in Bradford noch Missionen finde. Immer grünes Hinterland. Hier sind wir schon Freund, das ist gut. Ich sehe keine Queste. Aber dass es nicht buggy ist. Weil, also gut, es kann sein, dass wir halt hier genügend haben und wir das erstmal machen müssen. Ach, Bronzepfeile, Alter. Gut, das wäre ja jetzt erstmal etwas. Das könnten wir machen, aber wo ist der Dorfälteste? Junge. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir können gleich erstmal gucken, was wir für Quests haben. Was wir machen lassen können. Ah, oh, guck mal, da ist der nächste in Landwirtschaft aufgestiegen. Sehr schön. Ja, die lernen das ja jetzt nach und nach. Okay. Dorfbrunnen, Glockenturm. Nee. Wenn demnächst Leute angreifen. Warte mal, kann ich Trophäen herstellen lassen? Eine. Okay, das kann ich machen lassen. Wird ein bisschen dauern, aber das kriegen wir vielleicht hin. Ich kann ja noch mal ein paar Tierchen erledigen. Drei Leder, Holzplanken, das ist halt auch so, ja. Rohhaut, sprich mit den hier. Ah, mit ihm kann ich noch sprechen. Aber ich glaube, es wird zu spät, ne? Nur nicht, dass sie jetzt gerade pennen geht. Während ich gerade ankomme, so, ne? Ein bisschen was an Punkten wäre ja jetzt schon mal nicht schlecht. Eieieiei. Ich hoffe, die ist nicht pennen. Das sieht nämlich so aus, als ob sie schlafen gehen würde. Ich glaube, die ist schon schlafen. Die bewegt sich. Ne, die bewegt sich noch. Aber bis ich da oben bin. Aber die sind noch alle wach. Ich meine, wie gesagt, so einen Typen, so einen Obdachlosen, Anführungsstrichen, kann man ja hier auch mitnehmen für die, für Schleppen oder so, ne? Ja. Brother, Ashbourne's vote is somehow worth three times. Let's go to Bradford and conduct some exit interviews. Okay, nächste Mission. Sprich mit den Leuten dort, okay. Noch sehr generische Quests. Für mein Gefühl, für mein Empfinden. Gott. Jetzt müssen wir nur mit Leuten quatschen, ne? Aber ich denke, unser, also ich meine, sowas wie Riemenproduktion und so, das steigert sich gerade massiv. Das ist ziemlich gut. Also es wird langsam. Ist das robust? Ja, habe ich alles noch nicht. Ich glaube, auf Stufe 2 aufzusteigen ist schon ein bisschen tricky. Weil dann kriegt man schwierige Missionen.
Also, ich überlege, ob ich morgen den langen Ritt laufe oder ob ich erstmal die Quest hier mache. Bin ein bisschen unentschlossen. Ich würde aber erstmal sagen, wir gehen erstmal pennen. Das ist doch Nummer uno. Fast. Aber dann sind wir schon mal ziemlich weit. Ja, dann machen wir es so. Dann rennen wir jetzt erstmal, machen wir diese Gespräche da. Ich hoffe, wir müssen keine Quests machen. Oh, meine Güte. Und dann gucken wir weiter. Oh, schön. Da sind ein paar Sachen rumgekommen. Na, wir werden halt noch das ein oder andere brauchen an Zeug. So. Wir nehmen natürlich auch Essen mit. Weil dann haben wir auch genügend Treibstoff quasi. Beerenmarmelade wird gekocht, also das läuft schon. So, das ist denn... Der ist halt schon wieder hier hinten, ne? Was ist denn falsch mit dem? Happy days, all thanks to you. Warum kann er das nicht hier machen? Ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Dann soll er nach Gostovia zurück. In Gostovia gibt es Sachen, die kann er machen. Oha. Er ist im Kampf, ne? Da wird er wieder zurückkommen. Was kann er denn? Gute Essen, gute Ernte. Er könnte die nächste Wache sein. Naja, er muss jetzt erstmal nach Hause kommen und sowas. Gut. Er hat einen langen Weg vor sich. Viel Spaß. Dann gehen wir mal hier hoch. Also wie gesagt, ich muss zugeben, mir macht das Spiel nach wie vor ultra viel Spaß. Greetings, companion. There was a time when we were more welcoming. Koch, gute Koch. That was a long, long time ago. 1400 nur. Sollten wir vielleicht wirklich in anderen Dörfern rekrutieren? Ich merke langsam, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hey, na du. Yeah, the old carpenter, Hans Atwood. No good though. Sten won in the end. Aye. When one person has three votes, how much? Nummer eins. Da hinten rennt sie. I'm hungry. Looking for trouble? What do you need? Yes, I did. It's unfortunate he didn't. Now that you mention it, it did feel like. Okay. Also, für mich generisch. Sorry, wenn ihr das vielleicht spannend findet, ich find's einfach. Es ist halt einfach da, um des Daseins willen, so, wisst ihr? I believe the election. Some questions? Spare a coin and well, I will pray for you. I'll answer as best I can. I don't know, I hadn't paid attention to that. The oath, which is very illegal, obviously. And he was quickly shut down. But it seemed like Hans Atwood had better odds to win, for whatever that's worth. Well, I recorded people's votes, or at least I did that for half a day. He's Lord Ashbourne's representative, sent to oversee elections and cast the Lord's vote on his. Good question. He disappeared after he announced the election results. I presume he went back to the Lord's castle. That anything suspicious? I don't think so. Other than the man taking bets on the.
I recall Elder Sten being very nervous until Gilroy Loxley arrived in the village. Okay. Ich habe gerade festgestellt, der das eine Häusle ist fertig. Lockte links auf. Mhm. Zack. Küche fehlt im Jägerlager und so weiter. Alles gut. Das machen wir noch. Köcher und Bogen fehlen. Aber dafür brauchen wir auch noch einen Jäger und ja, da müssen wir mal gucken. Wie ist das eigentlich, wenn wir so ein ganzes Dorf erobern? Kommen die Leute dann zu uns oder? I don't know. Would be very nice to know.